der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Also die Zahl der Ja-Stimmen größer ist als die Zahl der Nein-Stimmen. Enthaltungen bleiben insofern unberücksichtigt. Für diese Wahl benötigen Sie Ihren gelben Wahlausweis, den Sie soweit noch nicht geschehen, noch jetzt in Ihrem Stimmkartenfach in der Lobby entnehmen können. Die für die Wahl gültige gelbe Stimmkarte und den amtlichen Wahlumschlag erhalten Sie von den Schriftführerinnen und Schriftführern an den Ausgabetischen hier oben neben den Wahlkabinen. Die Wahl ist geheim. Sie dürfen Ihre Stimmkarte daher nur in der Wahlkabine ankreuzen und müssen die Stimmkarte ebenfalls noch in der Wahlkabine in den Umschlag legen. Die Schriftführerinnen und Schriftführer sind verpflichtet, jeden, der seine Stimmkarte außerhalb der Wahlkabine kennzeichnet oder in den Umschlag legt, zurückzuweisen. Die Stimmabgabe kann in diesem Fall jedoch vorschriftsmäßig wiederholt werden. Gültig sind nur Stimmkarten mit einem Kreuz bei entweder Ja, Nein oder Enthalte mich. Ungültig sind Stimmen auf nichtamtlichen Stimmkarten sowie Stimmkarten, die mehr als ein Kreuz, kein Kreuz, andere Namen oder Zusätze enthalten. Bevor Sie die Stimmkarte in die Wahlurne werfen, müssen Sie der Schriftführerin oder dem Schriftführer an der Wahlurne Ihren gelben Wahlausweis übergeben. Die Abgabe des Wahlausweises dient als Nachweis für die Beteiligung an der Wahl. Kontrollieren Sie daher bitte, ob der Wahlausweis Ihren Namen trägt. Ich bitte nun die Schriftführerinnen und Schriftführer, ihre Plätze einzunehmen. Haben alle Schriftführerinnen und Schriftführer ihre Plätze eingenommen? Hier vorn fehlt noch ein Schriftführer aus der Koalition. Offensichtlich sind alle Schriftführerinnen und Schriftführer an ihrem Platz. Ich eröffne die Wahl und bitte an den Ausgabetischen die entsprechenden Dokumente entgegenzunehmen und sich an der Wahl zu beteiligen.
Haben alle Mitglieder des Hauses, auch die Schriftführer und Schriftführer, ihre Stimmkarte abgegeben? Na ja. So, ich frage jetzt nochmal, haben alle Mitglieder des Hauses ihre Stimmkarte abgegeben und gewählt, auch die Schriftführer und Schriftführer? Ist das so? Ja. Gut, dann schließe ich die Wahl. Das Ergebnis der Wahl wird Ihnen später bekannt gegeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich den nächsten Redner aufrufe, gebe ich Ihnen bekannt das Ergebnis über den dritten Wahlgang einer Stellvertreterin des Präsidenten des Deutschen Bundestages. Abgegebene Stimmzettel 665. Mit Ja haben gestimmt 199 Abgeordnete. Mit Nein haben gestimmt 423 Abgeordnete. Enthaltung 43. Die Abgeordnete Marianne Iris Harder-Kühnel hat die erforderliche Mehrheit nicht erreicht und ist damit nicht zur Stellvertreterin des Präsidenten gewählt. Ich möchte darauf hinweisen, dass nach § 2 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung kein weiterer Wahlgang im dritten Wahlgang erfolglosen Bewerberin stattfindet, es sei denn, es wird ein weiterer Wahlgang im Ältestenrat vereinbart. Wird hingegen eine neue Bewerberin oder ein neuer Bewerber vorgeschlagen, so ist in einem neuen Wahlverfahren wieder die entsprechende Mehrheit erforderlich. In jedem Fall aber ist zu vereinbaren, an welchem Tag die Wahlen stattfinden. Ich rufe dann auf, fortfahrend in der Aktuellen Stunde, den Kollegen Lorenz Göstra-Beutin für die Fraktion Die Linke.